Jo, servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft und wir sind hier bei unserem Turm. Ja, letztes Mal haben wir begonnen hier die Treppe zu bauen und ja, mal schauen, wie ich das jetzt weiterführen werde. So, gut. Jo, passt doch, hätte ich gesagt. Aber hier kommen noch Wooden Planks hin. Hier. Überall, natürlich. Versteht sich von selbst. Treppe. Treppe. Also wir sind schon bei der Decke. Gut, das heißt, ab hier brauche ich dann keinen Wooden Dings Scheiß mehr. So, das ist sehr gut. Weil dann können wir hier nochmal. Oder? Nee. Ja, da überlege ich mir noch was, wie ich das am besten löse. Muss ich noch gucken. Ich weiß es nämlich noch nicht. So, jetzt kommt hier wieder eine schöne Holzdecke rein. Ich finde, das eignet sich am besten für diesen Turm. Ja, die Chemie einfach. Also es passt einfach zwischen Sandstone, Stone Bricks und ja, passt einfach, finde ich. Passt gut rein. Aber wir müssen das nochmal hier bauen. Wobei. Ja, ich bin gerade am überlegen. Nein. Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt weghau? Machen wir einfach mal. Ich hau das jetzt alles weg. Alles. Natürlich. Und hier kommen Wooden Planks rein. Wie schaut das dann aus? Da lasse ich mir noch was einfallen. Schaut auch wesentlich besser aus. Und vielleicht hier nochmal so Wooden Planks Platten hinhauen. Jo. Das mache ich jetzt auch. Und jetzt auf der Seite auch nochmal dasselbe. Okay, gut. Ich bin jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen konzentriert, was das anbelangt. Soll ja dann auch ganz schnieke werden, unser Häuschen. Mein Häuschen. Deren Häuschen. Penis. Oh Mann. Verbaut. Ja, auf jeden Fall habe ich mir heute wieder ein Thema zurechtgelegt. Und es geht heute um Tod, Leben nach dem Tod, ob das überhaupt noch möglich ist. Was haltet ihr davon? Ist mal gleich die Frage am Anfang für euch. Glaubt ihr daran, dass es nach dem Tod überhaupt noch ein Leben gibt? Oder ob man dann einfach wieder als, weiß nicht, als Maus erwacht oder als neuer Mensch? Was glaubt ihr? Würde mich auch mal gerne interessieren, weil ich weiß nicht. Zum einen, wow, das war knapp. Zum einen gibt es ja die Buddhisten, die sagen, also irgendwas mit dem Karma war da. Die meinen ja, umso besser dein Karma im Leben war, das kannst du dir ja spielen, indem du einem Obdachlosen zum Beispiel Geld gibst oder was weiß ich, halt gute Taten vollbringst, dann wächst dein Karma. Das sagen zum Beispiel die Buddhisten. Oder die Christen meinen so oder so, du kommst in den Himmel, wenn du an Gott glaubst und die 10 Gebote befolgst. Also ich, um ehrlich zu sein, finde das Ganze, was überhaupt von den Kirchen kommt, Humbug, weil es gibt, ich denke schon, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass man einfach von einem auf den anderen Tag weg ist. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil, ja, sicherlich wird es irgendwas noch geben, was uns, ja, wo wir weiterleben. Nur was und wo es sein wird, das weiß niemand. Manche meinen ja,
Sie waren ja schon kurz tot und haben ein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Um ehrlich zu sein, kann gut durchaus möglich sein, aber ich glaube nicht so ein, so ja und so etwas. Ich weiß nicht. Es klingt mir nach einer schönen Geschichte, aber ich glaube nicht, dass es wirklich so ist, dass man einfach, wenn man stirbt, dass man am Ende ja, dass man einen Tunnel sieht und dort sieht man dann ganz, ganz, ganz weit hinten, ne? Licht. Um ehrlich zu sein, glaube ich das nicht. Aber wer weiß, kann ja alles möglich sein, weil niemand hat es bis jetzt gesehen überhaupt. Den Tod selbst. Aber um nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass es den Tod, dass es nach dem Tod sicherlich noch ein Leben gibt, nur ob man ein Mensch ist, das ist nun die andere Frage, weil man kann ja auch als, was weiß ich, weiterleben, als, ja, als Pflanze kann man ja auch weiterleben, warum nicht? Weil es ist ja alles möglich, wie gesagt, niemand weiß es. Aber ich denke mir einfach, es wird sicherlich, ich glaube, es ist so, dass man das Ganze nochmal, naja, entweder es passiert so, dass man alles dann nochmal erlebt, indem man einfach wiedergeboren wird und dass es einfach ein ewig langer Kreislauf ist, nur dass man sich einfach nicht daran erinnern kann, dass man einfach immer derselbe Mensch bleibt, nur in einem anderen Universums, ja, wiedergeboren wird und seine Geschichte neu und ganz anders schreibt. Das ist zum Beispiel eine Variante. Die andere Variante kann ich euch leider derzeit nicht sagen, weil mir keine einfällt. Aber wie gesagt, es gibt so viele Theorien. Nur ob man sie beweisen kann, ist halt die andere Frage, weil ich glaube einfach, dass man irgendwann wird man schon drauf kommen, was nach dem Tod passiert. Also nicht direkt drauf kommen, was passiert. Ich glaube einfach, man wird einfach immer so, wie ich so schön sage, Puzzleteile finden. Und die wird man dann im Laufe der Zeit zusammenfügen können. Und dann hat man zumindest schon mal 0,001% von dem Ganzen gelöst. Und so ist das Ganze. Und ich denke auch in der Physik mit Weltraum zum Beispiel ist es genau dasselbe. Man hat früher, man munkelt ja auch, was ist vor dem Urknall passiert. Angeblich, also einer hat ja gemeint, ich weiß jetzt nicht, wie sein Name lautet. Und das wurde jetzt angeblich auch bewiesen, nur vor 10 Jahren oder so, dass er. Oder dass halt vor dem Urknall die Gravitation in die verkehrte Richtung funktioniert hat. Das heißt, die Sachen sind in die Luft geschwungen. Geschwungen, was rede ich da? Also die Sachen wurden halt nicht angezogen, sondern ganz im Gegenteil, sind halt herumgeflogen. Und sowas erscheint mir natürlich auch eigentlich gar nicht mal schlecht. Außerdem ist es ja auch so, dass irgendwie finde ich es lustig. Man kann das Ganze auch ein bisschen vergleichen. Einerseits, es ist, wie soll man sagen, es gibt die dunkle Energie im Weltraum. Und also die dunkle Energie wird man bezeichnet man deswegen als dunkle Energie, weil man nicht weiß, also man sieht sie nicht. Und man sagt halt deswegen dunkle Energie dazu, weil man früher angenommen hat, dass im Weltraum, dass es halt das Universum gibt und die Galaxien, ja, die entstehen halt. Aber es gibt immer weniger Galaxien. Aber ganz im Gegenteil, es ist nämlich so, dass es immer schneller wird, immer schneller. Das heißt, es werden immer mehr Urknalle. Es kommen immer mehr dazu. Immer mehr und mehr und mehr. Das heißt, man geht auch davon aus, dass es auch noch andere Universen gibt. Multi-Universen oder so heißt es. Das muss ich mir nochmal erkundigen. Nächsten Part kann ich euch das dann genau sagen. Und das kann man gut eigentlich mit den Menschen vergleichen. Man merkt einfach, dass die Menschheit
Es wird immer hektischer, alles wird hektischer. Schaut doch mal auf die Straßen, der Stress. Ja, man kommt einfach nicht mehr. Man wird eigentlich die ganze Zeit mit Sachen zugemüllt. Einfach allein schon durch die Medien. Ob man es will oder nicht, man wird einfach zugemüllt. Und man kann dagegen nichts machen. Und Leute, die jetzt sagen, nein, das stimmt nicht, bei mir ist das nicht der Fall, da merkt ihr das einfach nicht. Ihr werdet sicherlich irgendwie auf Facebook oder auf YouTube einfach nur, wenn ihr mir jetzt zuhört, dann werdet ihr eigentlich schon wieder mit Informationen zugestopft. Ob die nützlich sind, ob die korrekt sind, das ist ein anderes Thema. Aber ihr werdet mit Informationen zugemüllt. Einerseits von den Medien, andererseits auf Facebook. Und deswegen sagt man ja auch, zum Beispiel Computerspiele oder generell, sie fördern zwar das Reaktionsvermögen, aber die Konzentration geht dadurch verloren. Es ist wirklich so. Und das heißt jetzt nicht, dass man das aufhören soll, nur richtige Zocker, das ist an euch gerichtet. Ich verstehe schon, Spielen ist richtig geil. Ich war auch mal in der Phase, wo ich nur Call of Duty durchgesuchtet habe. Ich glaube, jeder Bursche, der zockt, war schon mal in der Phase, wo man halt ein Spiel hatte oder mehrere Spiele hatte, die man einfach gesuchtet hat, wie Sau, und dann einfach auf alles geschissen hat. Aber ich sag's euch, das ist nicht vom Vorteil. Einerseits, ihr vergisst alles um euch herum, und andererseits, die Konzentration geht verloren. Ihr müsst euch, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es zum Beispiel Call of Duty ist, hat er die ganze Zeit auf den Bildschirm fokussiert, konzentriert, wo ist der nächste Gegner, wo lauert der und so weiter. Und das fordert halt auch Konzentration. Und deswegen, ich meine, es ist schon gut, jetzt zum Beispiel zu zocken, um einfach auch manchmal auf andere Gedanken zu kommen. Aber man sollte schauen, dass man nicht zu viel zockt. Was natürlich schwachsinnig ist von manchen Eltern, die sagen, ja, du darfst jetzt von 22 Uhr bis 23 Uhr zocken und du darfst nur eine Stunde am Tag spielen, teilst dir ein. Das finde ich schwachsinnig, weil was nützt es dir? Ich spiele dann, wenn ich Bock drauf habe, und dann spiele ich ungefähr so lange, da spiele ich halt solange ich Bock drauf habe. Und wenn ich sehe, oh Scheiße, ich zock schon 5 Stunden, dann höre ich auch langsam auf. Außer ich habe wirklich nichts zu tun, dann denke ich mir, okay, scheiß drauf, dann zocke ich halt heute einen Tag mal durch. Und dafür habe ich dann die nächsten Tage, denke ich mir so, ja, vielleicht sollte ich mal meinen Pflichten wieder nachgehen. Und das würde ich halt auch den Leuten raten, die wirklich halt suchten wie Sau. Macht das wirklich so, dass ihr halt, ja, schaut, dass ihr nicht zu sehr suchtet. Empfehle ich euch wirklich. So, warte mal kurz. Ich muss da mal gucken. Ja, glaube ich sogar, dass hier. Das ist die Treppe. Warte mal kurz. Ich bin gerade überfordert. Ah, hier, ach so. Dann ist kein Wunder. Da mache ich das auch so. Weil dann kann ich hier gleich die ganze Scheiße mit Dings zu stopfen. Mit, wie heißt das nochmal schnell? Mit Holz, genau, mit Holz. Danke für die Hilfe. Und ja, das ist dann sehr wichtig. Sehr wichtig. Aber ich bin jetzt total vom Thema abgeschwiffen, nämlich ob es noch ein Leben nach dem Tod gibt. Um es kurz und bündig zu machen, ich glaube, es gibt ein Leben nur, wie das auch schon wird. Das wird man dann selber sehen. Ich weiß ja nicht, vielleicht erinnert man sich ja noch dran oder auch nicht. Nur dann ist halt die andere Frage, wenn man dann wieder von vorne beginnt, wenn man wieder eine neue Geschichte schreibt, was macht man dann eigentlich? Warum ist das so? Warum schreibt man dann, warum ist es dann ein unendlicher Kreislauf? Das ist nämlich die Frage. Wenn man wirklich da wieder in einem anderen Universum oder vielleicht sogar auf hier irgendwie als neuer Mensch geboren wird, man ist eigentlich dasselbe, nur man hat einen anderen Namen, man ist irgendwo anders geboren. Nur man hat eine neue Geschichte und kann sich einfach nicht mehr daran zurückerinnern, was man zuvor gemacht hat. Dann frage ich mich nur, was ist dann wirklich die Aufgabe eines Menschen? Weil
Wenn es wirklich so ist, warum kann sich dann niemand zurückerinnern? Wenn es wirklich so ist, warum? Warum? Jetzt sage ich es mal so, lebt man überhaupt? Was ist die Aufgabe? Ehrlich, Leute, man kann darüber so viele Theorien hinklatschen. Aber ich sag's euch, man kann es in den nächsten 100, 1000, 10.000, Millionen, Milliarden Jahren nicht beantworten. Und damit verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen geht's weiter. In der neuen Ära. Ja, Weltuntergang. Aber ich wollte das die ganze Zeit eigentlich nicht ansprechen, weil ich das unnötig finde. Wird eh überall hochgepustet und ja, bla bla bla. Wenn man nur auf Facebook schaut, dann weiß man, welcher Tag heute ist. Und auch die ganzen YouTuber machen einen Weltuntergangsstream. Ich meine, das ist eine gute Idee, aber irgendwann reicht es auch damit. Und wie gesagt, morgen beginnt die neue Ära. Und bis dorthin, habt noch einen schönen Tag. Guckt euch noch irgendwas an oder was weiß ich. Habt einen schönen Tag. Einen schönen Ferienbeginn, natürlich. Lasst es euch gut gehen und man hört sich dann morgen wieder wie gewohnt hier bei Minecraft mit einer neuen Folge. Bis dorthin. Haut rein, Leute, habt einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.